So, da sind wir auch wieder bei unserer kleinen idyllischen Kleinstadt, noch mit 2400 Einwohnern und 39.000 Budget. Ja, also die Stadt macht sich ja langsam so, wie man ja so sieht. Letzte Folge habe ich ja erklärt, warum ich das alles so baue mit diesem Streifensystem und mir dann noch die Strategie mit diesem Park mir abgeguckt habe. Richtig gute Strategie, muss ich sagen. Man muss sie nur richtig anwenden, meine Meinung dazu. Weil die sind auch schon auf Grundstückspreise 2. Die müssen das nur noch, unser Geschäft braucht mehr Touristen. Ja, das mit den Touristen wird leider noch schwer sein. Weil ich denke mal, wir sind ganz alleine auf dem Feld. Nur wenn Dennis mitmachen würde. Und da könnte ich auch hoffen, dass er auf Industrie geht. Weil eigentlich ist Tourismus eigentlich der beste Erfolg. Wollte ich glaube auch schon bei den letzten zwei Parts machen, die ich euch gezeigt habe. Und da habe ich es glaube nicht so richtig geschafft. So. Da bauen wir hier noch wahrscheinlich unsere Wohngebiete hin. Hier dann nochmal so ein schönes Dings. Und dann bauen wir hier die Industrie hin. Wir haben anscheinend trotzdem zu viel. Ja, wir haben zu wenig Kunden, das ist mir schon klar. Ja, tut mir leid, dass ihr wieder abbauen müsst, aber ich muss hier leider erstmal die schönen Baumreihen hinbauen. Damit ihr es einfach besser zum Leben habt, Leute. Ich tue euch nur was Gutes. Manchmal denke ich, dass ich mit den Bäumen übertreibe. Aber wie viel Geld wir schon haben, das finde ich einfach nur der Hammer. Bauen wir hier gleich mal eine Feuerwehr hin, wenn wir es auch gerade im Moment nicht brauchen. Aber lieber Feuerwehr haben oder nicht haben, ist so eine Sache. Müllabfuhr können wir dann auch schon mal langsam haben. Die baue ich wahrscheinlich da hin. Weil da ist schön viel Platz. Hier so hin. Brauche ich dann bis dahin. Dass dann diese olle Müllabfuhr hier hin ist, hier hingeht. Da kann auch in meiner Meinung das Gebiet auch schön verschmutzt werden. Das würde mich dann nicht ritzen. Bauen wir gleich mal die Müllabfuhr gleich mal groß schön aus. Uns fehlt ein Weg. Fehlt so ein scheiß Ding. Naja gut, das reicht ja. Für den Anfang reicht's. Was würde mein Haus jetzt sagen? Ja, wenn sie uns bis zu 2500 Einwohner... Naja, mach's doch gerne. Haben wir noch keine 2500 Einwohner? Das wundert mich gerade. Noch keine 2500 Einwohner und verdient gerade so viel. Finde ich schon krass. Finde ich schon heftig. Ja, es sieht gerade so einfach aus mit diesem Streifensystem. Und ich werde schon einiges dann auch von der Stadt noch zeigen, aber ich lege erstmal viel Wert drauf, erstmal so eine schöne Stadt aufzubauen. Wie man es eben haben will mit Streifensystem oder nicht Streifensystem. Das mit der Bahn nervt mich gerade tierisch. Das ist schwachsinnig, wenn ich das so baue. Lass mir noch was überlegen. So, bauen wir noch hier schnell die Parks hin, das habe ich ganz vergessen. Niedrige Baumreihe wollen wir hier nicht. Wir wollen hier so eine schöne hohe Baumreihe haben. Damit sich unsere schönen Sims, können wir das Sims nennen? Ja, Sims, uns wohlfühlen. Was ist denn hier schon wieder los? Zu wenig Abnehmer für Lieferungen. Ja, ich baue doch gerade schon. Wir haben jetzt halt Wohngebiete hin. Ich denke mal, hier oben kommt das ganze Schulsystem hin. Das ist, denke ich einfach mal. Ja, wird wahrscheinlich auch so hinkommen. Wir haben gerade
hat so viel Geld, ich weiß gar nicht, was wir alles damit anfangen können. Meine Stadt, die nicht mit Geldnot ist, ey. Das unlaut mich gerade. Kommt selber bei mir bei SimCity nicht so oft vor, muss ich sagen. Denk mal, hier bauen wir noch hier schnell mal Commercials noch hin. Ich wollte nicht aufhören, das Wort zu sagen. Bauen wir ja noch hier noch schnell Dinger hin, dass die sich noch schön aufwerten. Denke ich mal, dass wir bis hier hin. Bis hier hin einfach mal mach gleich den Strich hier zu Ende. Bauen wir da noch schöne Wohngebiete hin. Werde ich wahrscheinlich aber jetzt abgrenzen mit diesen. Ja, denke ich mal. Ich stehe jetzt so abgrenze, weil da bauen sich einfach größere hin. Und durch die ganzen Wälder schon. Hat sich das jetzt bewährt? Und sicherlich eine Blockparty feiern. Wir wollen die ganze Nacht lang eine riesen Blockparty feiern. Ja, von mir aus können wir das machen. Ich habe ja gerade sehr viele Müllwagen eingestellt. Mal schauen, was unsere Sims hier so denken. Was ist mit ihnen hier? Hust, hust. Mhm, wenn ich weggehe, der Arme. Ich geh mal zum Krankenhaus. Das ist nicht mal weit weg. Seht ihr, Leute? Das ist nicht weit weg von euch. Feuerwehr kommt Feuer in der Stadt. Die Feuerwehr wieder nicht hinterher. Natürlich kommt die Feuerwehr nicht hinterher. Wir könnten jetzt eigentlich schon glatt die Feuerwehr schon ganz ausbauen. Machen sie sich irgendwelche Kriminellen? Nee, Kriminelle nicht. Wir könnten sogar gleich dieses Maxes Herrenhaus bauen. Das könnten wir eigentlich sogar machen. Könnten wir jetzt machen zum Beispiel, aber. Nö. Will ich nicht. Bauen wir mir hier eine schöne, kleine, gemütliche Grundschule hier hin, denke ich mal. Ja, hier hin. Die freuen sich sowieso alle. Jawohl. Unsere Kinder bekommen Bildung. Und die Kinder denken sich, ja, ey, was bist du für ein scheiß Bürgermeister? Wir wollen das nicht. So. Gleich mal alles krass gebaut. Müssen wir erstmal hier die ganzen Schulplätze hin tun. Wir machen hier eins hin, da eins hin, da eins hin. Dass die Kinder auch nicht, dass die Kinder keinen langen Weg brauchen, um lange zu laufen. Ey, wir wissen ja alle, dass Kinder faul sind. Oder meine Meinung dazu, weil ich würde eigentlich nie lange zum Bus laufen. Ich muss doch eigentlich nicht, ich musste 5 Minuten vom Bus laufen. Aber eine halbe Stunde fahren. Die Fahrt war scheiße. Die Fahrt war nervig. Ja, die Fahrt war wirklich nervig. Daran erinnere ich mich gerade sehr krass. Jetzt habe ich auch immer geschlafen. Ich war immer so jemand, der geschlafen hat. Wir haben jetzt schon wieder 42.000. Warum das denn? Ach so, wegen der Blockparty. Große Scheiße. Wir haben mal eine schöne Blockparty gemacht, haben fast 50.000. Ich komme gerade selber drauf nicht klar. Aber wir haben immer noch nicht unser Gebäude hier ausgebaut. Das finde ich gerade schon krass, dass wir hier alles hier schnell schaffen. Hab hier noch keine. Ja, noch nichts hier gebacken bekommen. Respekt, muss ich sagen. Respekt. Ich denke jetzt einfach mal, dass ich hier so eine Straße baue, dann da noch eine Straße und dass das wahrscheinlich alles mit Wohngebieten und Commercials noch voll geklatscht wird. Brand, 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 was sagt die Feuerwehr? Die wollen sicherlich so ein komisches Fest machen, ja, Herr Bürgermeister, meine Freunde, und ich würde gerne einen Feuerwerkstau für alle organisieren. Wie? Die Sicherheit, es mag zum einen anderen Brand kommen, aber keine Sorge. Ja, mach mal gerne doch. Weil ich gerade so gerade in Geldüberfluss lebe, werde ich jetzt hier noch schön noch 2 Feuerwehrwagen hinklatschen und hoffe, dass ihr es schafft einfach nur und nicht so inkompetent seid. Ich hoffe es einfach mal.
So. Ich finde dieses Streifenmodell finde ich klasse. Da könnte ich mich gerade richtig aufgeilen. Ja, andere geilen sich bei Essen auf und ich geile mich hier bei einem Streifenmodell auf. Ja. Alter, hallo. Hallo. Willst du mich verarschen, Alter? Das finde ich zum Beispiel flach. Das finde ich bei SimCity nervig. Aber gut, das kennt wahrscheinlich jeder. Dass das so nervig ist mit diesen komischen Dingern da, die da hinzusetzen. Das ist wirklich mysteriös. Da bleibt mir SimCity auch sehr fern. Eine Polizeistation brauchen wir, natürlich. Das könnte ich gerade extra ganz für euch finden. Bauen wir noch ein paar Streifenwagen hin, ne? Einen schönen Streifenwagen, ne? Da haben wir das Ganze auch schon gegessen, ne? Hat sich die Polizei auch schon was zu kümmern und denken sich, hey, wir wollen Arbeit haben. Aber ich denke mal... Alter, was ist alles? Oh, 4 Feuerwehrwagen auf ein Haus, Alter. Richtig krass. Geht's da hier richtig rund. Jetzt haben wir ein bisschen Geld eingeplant, aber ich denke mal, wir müssen noch gleich wieder Geld bekommen. Was ist denn hier los? Mangelnden Arbeitern. Ja, mangelnden Arbeitern. Das tut mir leid. Ey, wir müssen uns das mal ganz kurz anschauen. Ihr seht das. Wir haben eindeutig mehr Wohngebiete. Krass, muss ich sagen. Grund zu viele Verbrechen. Okay, gut. Was ich gerade sagen wollte, wir müssen uns mal anschauen. Die ganze Stadt ist hier voll mit Wohngebieten. Und es mangelt an Arbeitern. Ich frage mich gerade wirklich, wie das überhaupt sein kann. Aber es freut mich ja sowieso. Ich gerade sowieso hier die ganze Zeit etwas hinbauen wollte. Verbrannt hier. Ach, was du nicht sagst. Hust, hust. Ich weiß auch nicht, wie ich es machen soll. Ich glaube, dass sie mal schneller gehen. Ich kann das ganze Krankenhaus nicht ausbauen. Im Prinzip, das Krankenhaus ist jetzt für mich ausgebaut. Aber jetzt wirklich nichts hinbauen. Die ganzen Feuerwehrwagen stürzen sich auf ein was hinzu. Wir haben 5000 geknackt, ey. Ich fass es nicht. Dass wir so weit überhaupt kommen. Die Müllwagen. Mehr Müllwagen. Kannst du mich jetzt wirklich verarschen? Ich finde es gerade richtig frech irgendwie. Ich glaube mal, die werden hier alle rummeckern. Bauen wir als erstes. Eine Versorgung. Hm. Verstehe ich gerade wirklich nicht mit dem Müll, weil die sammeln gerade hier alles ein. Verstehe ich gerade wirklich nicht. Die schaffen das auch alle. Kann ich hier noch einen Müllwagen hinbauen übrigens? Gar nicht, kann ich hier. Schade eigentlich. Da fehlt uns ein Müllwagen, aber. Mein Gott, ich kann mir doch nicht vorstellen, dass die durch die ganzen Keime hier verrecken werden. Unterricht für Null Sims. Habe ich das überhaupt fertig gemacht? Überleg gerade. Ah ja, ich habe jetzt schon so viele neue Häuser gebaut. Ich werde das noch beachten, ja. War das alles hier jetzt schon hingebaut? Gemacht. So, jetzt müssten ja auch einige Schüler. Ja, ich denke mal, wir knacken hier die 500 hier fast rein. Ich denke mal, dass ich hier noch ein schönes Klassenzimmer baue. Noch ein oberes Klassenzimmer, dass hier fast 1000 Schüler reinkommen, weil es gehört sich einfach so. Und dann würde ich mal sagen, Leute, die 15 Minuten sind schon wieder zu Ende.
Und ja, mit unserer kleinen idyllischen Stadt bei 20.000 plus 4.000, fast knappe 5.000, wir hatten mal mehr, aber mein Gott, was will man mehr haben? Wir haben jetzt schon einiges geschafft. Bei 30 Minuten, muss man sagen, wir haben bei 30 Minuten einiges geschafft. Und ja, bin ich eigentlich sehr stolz drauf, dass wir das so weit gebracht haben im Moment. Und so höher. Steigt ja immer mehr und mehr und mehr. So, da würde ich sagen, wir hören uns morgen. Und ja, gut, tschüss. Tschaußen.